Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Texit. Wir haben in der letzten Folge unser Lagerungssystem aktiviert. Es läuft, es ist oben an unser System angehängt, das hoffentlich auch noch genug Lava hat. Also es würde zwar Strom verbrauchen, aber da müssen wir auch bald noch wieder nachholen gehen. Vielleicht müssen wir da auch mal schauen, dass wir dann so ein Teleportationsteil besorgen. Aber fürs Erste sind wir da gut. Was mir aber eher Sorgen macht, ist das Essen. Und dafür hätte ich gerne von Pams Harvestcraft endlich mal eine Lösung. Und die Frage ist, wie machen wir das? Bodenfalle. Also Maiskolben mit Butter. Dafür bräuchte ich jetzt zum Beispiel Schlagsahne. Schlagsahne mache ich mit Milch. Und in der Rührschüssel frische Milch. Maschinenwrench macht das gleich über den Fluid Tank. Jetzt ist die Frage, kann ich einfach... Oh, warte mal, es ist Nacht. Vielleicht sollten wir uns kurz schlafen legen. Ah, wir haben endlich Speicher. Meine Frage ist jetzt gerade eher, wie kriege ich von den Tieren Milch? Guten Morgen. Die legen sich ja echt auf Stroh, da bin ich gerade erstaunt drüber. Ich hätte gerne Milch. Die schlafen noch, die sind noch nicht so wach wie unsere Hühnchen. Unsere Hühnchen sollten wir vielleicht mal fortpopulieren. Aber wir haben ja eh noch 9 Weizenkörner, das wird die jetzt freuen, das sage ich euch. Dass wir so viel Weizenkörner haben. Erstes Hühnchen, zweites Hühnchen. Zweites Hühnchen. Dann fresst es doch. Irgendeinen Huhn habe ich geschlagen. So, aber egal. Jetzt würde ich gerne mal schauen, ob ich die melken kann. Jetzt stehen sie ja. Warum kann ich euch nicht melken? Und welchen Mod sind die denn? Die Highland Cows. Schauen wir mal. Vielleicht gibt es einen speziellen Weg. Hi. Highland Animania. Animania. Ich glaube, da haben wir schon mal nachgeschaut, ne? Wolle. Horse Cart. Covered Wagon. Was ist ein Tilter? Hamsterfutter. Riding Corp, Wheel, Bottle of Moves, Potions Effect, okay, Enemy Menu, das hätte ich gerne, Weißkohl, also irgendeinen Samen und Stroh, ich muss euch leider ein Stück Stroh klauen, ne? Es tut mir leid, aber ich brauche das jetzt, da kriege ich jetzt hoffentlich meine Antwort, Moment, brauche ich dafür ein Buch? Na, leere Schablonen gingen auch.
wollen ja mal nicht so sein. Wir brauchen irgendwie Samen. Kann ich mir aus dem Kopfsalat einen Kopfsalatsamen zum Beispiel machen? Ja, kann ich. Perfekt. Und dann brauche ich... Aber wir haben jetzt ja alles hier. Erstens dich hier draußen, ansonsten bin ich aufgeschmissen. Die zwei von hier und... Zwei. So. Ah, wie schön. Ich stelle mal hier hin währenddessen. Zack, zack. So, haben wir vier von euch. Mit denen... Mal, wir brauchen ein Seil, habe ich sicher. Wo ist es denn? Eins war das, ne? Für ein Buch. Jetzt weiß ich nicht mehr, wo das Buch ist. Da ist das Buch. Und ich brauche drei Papier. Drei Papier sollte aber auch easy gehen. Denn mit Milch wird alles einfacher, denke ich. Da bin ich mir relativ sicher. So kriege ich drei Papier. Ah, nee, warte, brauche ich hier noch. Brauche noch drei Papier. Perfekt. Und den Rest verteilen wir hier wieder am Strand. Damit davon Neues nachwächst und wir in der Zukunft einen größeren Zuckerrohrnachwachs haben. Gleich weiß ich mehr über euch. Keine Sorge, ich hab das gleich. Alles im Griff. So, bedeutet, wir gehen jetzt auf das Buch. Auf das Buch. Machen uns ein Buch. Und gehen dann auf... Was? Das... Okay. Content. Equipment. Tiller. This is a useful piece of farm machinery that allows you to simultaneously tilt water and plant seeds in the soil. It can be pulled by a horse or a cow. The recipe is as follows. Aha. Nee, das wollte ich nicht. Blocks. Beehive, cheese mold, hamster wheel, Schlamm, Nest, Straw. Straw. Mm-hmm. Straw is a favorite sleeping block for most animals. Using straw, you can control where animals lie down to sleep. Okay. Das macht es nicht aus. Der Trog is one of the most important blocks to keep your animal healthy. They are used to provide to animals with food and water. Also ich kann den da auch Weizen reintun. Ah, okay. Also mal ganz blöde Frage. Chaos. Highland Chaos. Also die lassen mehr fallen. Highland Chaos are meat cows. While the females still give milk, it is inferior to the milk of milk cows. And cannot be made into cheese when killed. Willst mich verarschen? Ich habe die Kühe, die am wenigsten Milch geben. Frieden cows are milk cows. They high quality milk can be used to make cheese when killed. Ich will, aber wie melke ich die denn? Items. Animal food, crafting components, hamster balls. Tools. Carbonize is used to cut up meats and cheeses to smaller size. It can be also be used to sterilize maize animals by right clicking the male. Okay, also damit kann ich sie kastrieren. Special. Die Leine, okay. Namensschild, ein Sattel. Also pick slob, which need to be. Das ist Hamsterfutter. Okay, aber Hamsterfutter brauche ich nicht. Das ist ein Reifen. Ein Hamsterrad. Adds feathers to for peak
Peacocks. Peacocks. The feathers can be used like. Okay. Ja, und wie melke ich jetzt die blöde Kuh? Can be pulled by a horse or pig and play. It's followed. Das sind aber Sachen, die... Oh. Habe ich dieses Buch jetzt echt umsonst gemacht, oder was? So, rein theoretisch müsstet ihr doch Milch geben. Jetzt eine von den Kühen killen, die ich da... Da ist nur Fleisch rausgekommen, das ist uncool. Ich baue jetzt nochmal so einen blöden Trog. Vielleicht brauch ich Eisen und Holz. Och, ich Eisen. Und Holz. Und was noch? Und Sticks. Aber davon habe ich noch welche dabei, glaube ich. So. Noch so einen blöden Trog stelle ich jetzt her. So. Jetzt will ich den Bali noch geben. Geh mal weg, du stehst im Weg, da muss nicht. Geht mal weg! So. Ich kann das auf jeden Fall nicht in den Druck geben. Probieren wir es nochmal mit den Hafergleichen, warte. Einmal kurz schlafen und dann gucken wir, wie das ausschaut. Wir haben hier noch Hafer. Probieren wir es halt mit dem Hafer. Morgen. So, mehr geht da nicht rein. Da sind 500 Millibuckets Wasser. Aber schaut eigentlich ganz nett aus. Die Frage ist eher, wie schnell vermehren sich die Drecksviecher? Entschuldigung, die lieben Pferde, Kühe. Ohne Butter bin ich aufgeschmissen. Und zwar so richtig. Ich tue mal zum Useless-Sachen rein. Fässer kommen hier rein. Ich habe zwei Feuerwerksraketen. Warum habe ich denn die? Schauen wir aber nochmal, wenn wir jetzt hier... Wir müssen jetzt irgendwas machen an Essen, was wir schnell machen können. Pam's Harvestcraft. So. Irgendwas, was wir produzieren können. Bohnenmus braucht Butter. Gedünstete Zwiebeln brauchen Butter. Kartoffelpuffer brauchen Butter. Nachos brauchen Tortillas und Käse. Chili-Schokolade. Ach du Himmel, braucht Schokoriegel. Eieiei. Hamburger. Brauche ich Toastbrot und Toastbrot mache ich mit Butter. Zombie-Trockenfleisch. Komm, irgendwas zu essen muss es doch hier auch in dem Leben geben, oder? Karamell, ich brauche irgendwas.
Füllendes. So ein Taco. Das wäre es voll. Dafür brauche ich nur Fleisch, Kopfsalat, Tortillas. Das habe ich alles ganz schnell zusammen. Hot Wings brauche ich heiße Soße für. Chili habe ich, Knoblauch, weiß ich, Salz habe ich sicher nicht und Essig auch nicht. Wie mache ich Essig? Aus Traubensaft. Okay, das würde ich sogar hinkriegen. Ich brauche Essen. Ich habe Hunger, Alter. Schauen wir mal nach Salaten. Was haltet ihr davon, wenn wir mal auf die simple Salat? So. Ein Frühling. Ach Gott. Ein Fiesta Mias. What the fuck? Limone habe ich schon nicht. Kann ich schon vergessen. Eiersalat. Gekochtes Ei. Wie mache ich ein gekochtes Ei? Ein Eiersalat kriege ich sogar hin. Obstsalat würde ich auch hinkriegen. Thunfischsalat. Riesige Essiggurke. Nee, habe ich nicht. Eieiei. Krebssalat, Krautsalat, Burger. Gemischter Salat. Habe ich kein Salatdressing. Scheiße, rote Beete-Salat habe ich auch nicht. Übertreiben wollen wir doch jetzt auch nicht, oder? Also einen simplen Obstsalat würde ich hinkriegen. Aber ein Eiersalat hört sich viel lukrativer an. Dafür muss ich aber halt erstmal herausfinden, wie ich ein direkt gekochtes Ei hinkriege. Ah, okay. Topf. Wo ist mein... Ich habe noch keinen Topf. Ich habe noch keinen Topf gemacht. Das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich habe bis jetzt noch keinen Topf gebaut. Eieiei. Ich werde geköpft. So. Jetzt nehmen wir mal 16 Eier und machen 16 Eier zu gekochten Eiern. So. Dann machen wir aus 16 Eiern Mayo, indem wir das gleich mit dem Mörser gemacht haben. Ne, glaube ich, war das so. Nee. Wie mache ich Mayo? Haben wir den in Saft? Warum in Saft? Also ganz ehrlich, eine ganz... Ich habe keinen Entsafter. Sicher habe ich einen Entsafter. Als ob ich keinen Entsafter hätte. Hä? Ich hatte doch schon einen Entsafter. Eine Druckplatte und ein Stein. Warte mal, schauen wir nochmal. Ich hatte noch keinen. Wir machen einfach drei Steine. Oder habe ich drei Steine noch zu viel? Nehmen wir mal die Steine hier so. Ich bin gerade echt erstaunt über mich, dass ich bis jetzt noch keinen Entsafter gebaut habe. Wie konnte ich bloß ohne Entsafter leben? Weil das hier ist das schnellste Essen, was wir machen können. Leckeren Eiersalat. Und der hat uns auch direkt aufgefüllt. Nice. Das ist jetzt mein Essensvorrat fürs Erste. Und ich würde sagen, damit haben wir die Mission dieser Folge erfüllt. Ich werde jetzt herauszufinden, wie ich diese Kühe vielleicht noch melken kann oder ob das überhaupt geht. Ansonsten killen wir die einfach. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.